Vor einer Weile waren wir bei einem verlassenen Hotel, was ganz oben auf unserer Liste stand. Insgesamt waren wir jetzt schon zum dritten Mal dort und wie man so schön sagt, alle guten Dinge sind drei. Wir haben endlich einen Zugang gefunden, doch lange konnten wir es nicht erkunden. Wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß. So Leute, alles ist gut. Wir sind jetzt in der nächsten Location, wir sind jetzt zum dritten Mal hier. Und jetzt passt auf, Leute, es ist ein verlassenes Hotel. Und jetzt passt auf, was ich euch jetzt zeigen werde. Guckt euch mal diesen Gastraum an. Das ist doch mal was. Krass. Alter. Okay, Freunde. Wir müssen ein bisschen leise sein. Hier direkt vor der Tür ist ein Kiosk, wo jemand drin sitzt. Das ist richtig doof, aber guckt euch mal das an. Wie wunderschön. Wie wunderschön diese Location ist. Guckt euch mal das an. Nichts kaputt. Und alles in einem perfekten Zustand. Der genaue Grund, warum das Hotel schließen musste, konnte ich leider nicht herausfinden. Doch nach kurzer Recherche im Internet stieß ich auf Kundenbewertungen aus dem Jahr 2010, wo sich immer beschwert wurde, dass es zu altmodisch ist und in den Zimmern Schimmel sei. Ich werde hier mal zwei Bewertungen einblenden. Wenn ihr diese lesen wollt, dann pausiert einfach ganz kurz das Video. Hier ist eine riesige Bar. Noch ein weiterer Gastraum quasi. Hier sind die Tische und so leider schon weg. Aber guckt euch mal diese wunderschöne Bar an. Wie krass ist das bitte? Hier ist noch eine uralte Uhr. Hier sind noch die ganzen Gläser drinne. Hier sind noch alle Gläser drinne. Die Zapfhähne. Hier vorne auch. Das Cola, Sprite und so weiter. Hier drüben auch noch alle Gläser voll. So Leute, jetzt sind wir in der Küche und die sieht ja mal noch richtig krass aus. Hier stehen auch noch alle Teller perfekt da. Die Küchenausgabe, hier kommt schon die Decke runter und hier ist alles noch da. Da drüben hängen noch die Kellen und so weiter. Mal das an. Was eine Riesenküche. Und hier ist so ein riesiger Geschirrspüler. Riesengroß, hier steht auch noch ein bisschen Geschirr. Hier ist eine alte Brotschneidemaschine. Und hier vorne ein Kühlraum. Und noch ein paar Gläser. So, hier sind auch noch alle Gläser drin. Also hier ist wirklich nichts kaputt. Cool. Eine alte Urkunde von 1978. Krass. So, hier weiter. Hier ist nichts, aber ein paar Figuren mit Fußbällen. So. Hier wird es jetzt hochgehen. Das machen wir später. Und hier geht's in den Keller. Hier ist richtig nass. Okay, hier sind nur ein paar Stühle gelagert. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber hier ist alles klitschnass. Also hier kommt sehr, sehr viel Wasser rein. Sieht neu aus. Ja. Hauen wir ab, oder? Wir ab. Fuck, okay Leute, wir müssen abbrechen. Wir müssen sofort hier raus.
Wir müssen sofort hier raus. Das ist scheiße. Scheiße. Ja, jetzt habt ihr gesehen, warum wir uns beschlossen haben, doch lieber rauszugehen. Aber ja, wir konnten ja einen Teil vom Gebäude sehen. Es war schon ziemlich interessant. Und ja, leider ist das Video jetzt nicht lang. Es ist ein kurzes Video. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich gar nichts hochlade, lade ich ein kurzes Video hoch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächste Woche sehen wir uns dann natürlich bei einem längeren Video wieder. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.